Die junge Dresdner Malerin Mandy Friedrich arbeitet seit 2007 freischaffend in Dresden. 1977 in Merane geboren, kam sie 1999 zum Studium an die Hochschule für Bildende Künste. Mit ihren Arbeiten macht die Künstlerin Emotionen, Stimmungen und Seelenzustände erlebbar. Das Porträt und die Landschaft stehen im Mittelpunkt ihrer bisherigen Arbeit. Das Wesentlichste beim Malen ist für mich, dass man unbedingt den Pinselstrich sehen muss, dass man spürt, dieses Pastose, das Lasierende. Es darf nicht flächig gemalt sein. Es muss leben, es muss ganz lebendige Malerei sein. Das ist mir sehr wichtig. Ging mir schon von Kindesbeinen an so, dass ich unbedingt malen wollte. Während die anderen mit den Puppen gespielt haben, habe ich mich immer hingesetzt und gemalt und Leute gefragt, wie man was malen kann und so. Und so steckte das von Anfang an in mir drin. Kann ich überhaupt nicht erklären. Das ist einfach ein innerer Antrieb, der da ist. Das Studium bei Siegfried Klotz und Ralf Kerbach hat Mandy Friedrich wichtige Impulse gegeben. Mit ihrer expressiven, zugleich aber an der sichtbaren Realität orientierten Malweise steht sie in der langen Tradition der Dresdner Malerei. Die wichtigsten Anregungen waren dieses Sehen lernen erstmal, dass man, wenn man dann abends vor die Hochschule getreten ist, ich bin ja meistens so gegen 10 gekommen und dann, wenn der Pförtner kam, sind wir rausgeschmissen worden und da kam ich auf die Brüche Terrasse und habe dann plötzlich die Farben so gesehen und war so richtig übersensibilisiert. Das ist so das hauptsächlich mit das, was ich gelernt habe, vor allem aber auch das Farbgefühl, der Malprozess selber, dieses immer wieder aufbauen und zerstören und überhaupt der Mut zur Zerstörung. So, das ist mit das Wichtigste, was ich gelernt habe an der Hochschule. Anregungen, die sich Mandy Friedrich aus der Wirklichkeit holt, setzt sie in eigene Stimmungen und Farbklänge um. Die Malerei ist wesentlich freier geworden, als sie damals war. Damals habe ich mich sehr an der Realität orientiert und heute ist es eine Übersetzung der Realität in meine eigene Welt, wie ich sie sehe. Die Auseinandersetzung mit Musik nutzt sie dabei ganz bewusst und oft unmittelbar. Musik hat für mich schon immer dazugehört. So bin ich aufgewachsen. Meine Eltern hörten schon immer viel Rockmusik laut und so begann das. Und inzwischen ist es auch so, dass ich dann mit einer Kommilitonin 2006 auch eine Rockband gegründet habe und dass ich immer wieder Dresdner Rockbands porträtiert habe und auch bekanntere Bands wie Patti Smith oder Phil Schönfeld. Für mich gehört Malerei und Musik absolut zusammen. Das sind beides Möglichkeiten, etwas auszudrücken, was mir sehr ursprünglich erscheint, der Ton und das Bild als ursprünglicher Ausdrucksträger. Neben der Arbeit im Atelier begibt sich die Malerin gern in die Landschaft, um direkt vor dem Motiv zu arbeiten. Die Plenärmalerei ist für mich nochmal was ganz anderes, weil man mit dem Wind zu kämpfen hat, mit der heißen Sonne, mit dem Weg überhaupt dahin, dass man mit dem Fahrrad schwer bepackt sich durch schwierige Landstriche durchkämpft, um dann letzten Endes zum Malen zu kommen. Und meistens ist man dann schon vorher völlig kaputt. Das schlägt sich alles aufs Bild nieder. Auch wenn das dann während des Malens beginnt zu regnen, das entsteht eine Hektik und eine ganz eigene Stimmung. In Malerei- und Grafikkursen gibt die Künstlerin eigene Erfahrungen und Einsichten an Interessierte und Gleichgesinnte weiter. Dabei ist es ihr wichtig, Sensibilität und malerisches Handwerk bei den Kursteilnehmern zu fördern. Wenn du das jetzt direkt so als Torbogen verwendest, ja, wirst du Gefahr laufen, dass das zu sehr symmetrisch wird mit dem Grün links und rechts. Und ich würde auch hier hinten, das ist ja jetzt gerade so ein herrliches Dicht, das würde ich auch gleich nutzen, weil das wird nicht lange sein mit dem... Ach hier, die andere Elbseite. Hier findet sie auch Anregungen für ihr eigenes Schaffen. Dresden ist mir einfach ans Herz gewachsen. Ich fühle mich hier so wohl, dass ich das als meine Heimatstadt betrachte. Aber mir ist es wichtig, regelmäßig fortzukommen. Ich muss unbedingt reisen und Inspirationen holen, um dann mich wieder auf die Stadt hier zu freuen. Und was mir hier sehr gut gefällt, ist eben die Natur und auch der Zusammenhang Stadt und Natur und auch die alten Dorfkerne.
ich mache mir ständig Gedanken um die Malerei und das, was ich mal, das, wie ich mal, das, die Themen. Eigentlich ist man nie, man ist eigentlich die ganze Zeit Malerin. Man denkt permanent an die Malerei.